Hallo, mein Name ist Fuchs, das ist meine Kollegin Stamm. Sie sind sicher Frau Schöne. Ja, meine Tochter Leonie hätte von der Schule direkt hierher kommen sollen. Sie hatte um eins Schulschluss und sie hätte schon längst da sein müssen. Okay, also wird sie seit etwa 2 Stunden vermisst. Hat sie ein Handy? Nein, wir wollten ihr eins zum 10. Geburtstag schenken. Leonie hat morgen Geburtstag. Dreht durch vor Sorge. Frau Schöne, haben Sie ein Foto von Ihrer Tochter? Ja, das ist sie. Dankeschön. Läuft Leonie den Weg von der Schule hierher immer alleine? Ja, meistens schon. Leonie will das so. Und außerdem ist ihre Schule gleich hier um die Ecke. Okay. Ihr sucht den Heimweg ab. Und die Kollegen sollen zu ihr nach Hause fahren und da alles auf den Kopf stellen. Wie ist Ihre Adresse? Prinzenstraße 8. Gibt es denn irgendwelche Verwandten, wo sie sein könnte? Oder was ist mit dem Vater? Könnte sie bei ihm sein? Nein, mein Mann ist der Hotelinhaber und wie immer am Arbeiten. Er ist drin an der Rezeption. Gut, ich befrag den Vater. Alles klar, ich bleib hier bei Frau Schön und gebe die Fahndung raus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kleinen Moment. Ja, hi, wir brauchen eine Fahndung für das Mädchen, das hier vermisst wird. Ich schicke das Foto gleich rüber, ja? Okay. Wollen Sie sich setzen? Hallo. Hallo. Stamm von der Kriminalpolizei. Sind Sie Herr Schöne? Tim Schöne, hallo. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie und es wäre ganz nett, wenn Sie dafür Ihre Arbeit unterbrechen könnten. Ja, sorry, tut mir leid. Es ist gerade einfach... Würden Sie kurz übernehmen? Ja, Dankeschön. Es ist gerade einfach ein bisschen viel für mich. So ist. Die Situation überfordert mich gerade und die Arbeit lenkt mich einfach ab. Ja, tut mir leid. Das ist ja verständlich. Wir tun natürlich alles, um die Situation so schnell wie möglich zu klären. Aber dafür bräuchte ich ein paar Infos von Ihnen. Gab es vielleicht eine Lösegeldforderung oder haben Sie irgendwelche Anrufe, Briefe, E-Mails erhalten? Nee, gar nichts. Okay. Gibt es vielleicht irgendjemanden, mit dem Sie oder Ihre Frau Streit haben oder gab es Drohungen gegen Sie? Nee. Obwohl, Karin hatte letztens erst wieder Streit mit ihrem Ex-Freund Ben. Mhm. Worum ging es bei diesem Streit? Ben war mit Karin vor 10 Jahren zusammen und... Dann haben wir uns ineinander verliebt, sie hat sich getrennt und das hat Ben oder sein Ego anscheinend nicht ausgehalten. Und seitdem versucht er sich immer wieder ihr zu nähern und sie zurückzugewinnen. Seit über 10 Jahren, stellen Sie sich das mal vor. Der Typ ist doch krank, oder? Gab es vielleicht einen Auslöser, warum Sie denken, dass er Leonie jetzt entführt haben könnte? Ja, Ben hat Karin letztens wieder erotische Fotos von sich geschickt, obwohl sie ihm gar nicht mehr antwortet. Es kann gut sein, dass Ben Leonie aus Rache entführt hat. Dem Typen traue ich alles zu. Wie heißt dieser Ben denn mit vollem Namen? Ben Heffner, ist bei der Feuerwehr. Okay, dann danke Ihnen erstmal. Kenan? Ja. Der Kollege würde nur zur Sicherheit das komplette Hotel nochmal nach Leonie absuchen. Es wäre nett, wenn Sie ihm dabei behilflich sein könnten. Klar. Okay, dann wiedersehen. Wiedersehen. Herr Ben seit Monaten nicht mehr geantwortet. Okay. Und er schreibt ihn einfach weiter, obwohl sie ihn ignorieren. Ja, vielleicht hat ihn das so wütend gemacht, dass er Leonie entführt hat. Wir überprüfen das. Hat Leonie eine beste Freundin? Oder wer könnte sie nach der Schule zuletzt gesehen haben? Jessie Kringel. Das ist Leonies beste Freundin. Die beiden sind unzertrennlich. Alles klar. Dann sprechen wir mit Jessies Eltern, befragen die Lehrer und überprüfen auch diesen Herrn Heffner. Ich möchte auch meine Kleine einfach wieder im Arm halten. Ich kann Sie so gut verstehen. Aber ich verspreche Ihnen, wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Ihre Tochter so schnell wie möglich zurückzubringen. Kommen Sie klar? Ja. Okay. Könntest du dich um sie kümmern? Danke. Ich würde sagen, wir fahren zuerst mal zu diesem Herrn Heffner da. Ja, ich denke auch, das ist ein ganz heißer Kandidat. Das glaube ich auch. Ho!
Hoffentlich finden wir irgendeinen Hinweis auf die Kleine. Je länger sie verschwunden ist, desto mehr schwinden unsere Chancen, sie zu finden. Ja. Hallo, Stamm von der Kriminalpolizei, meine Kollegin Fuchs. Wir suchen Herrn Heffner. Ja, hier? Was machen denn zwei so reizende Damen hier in der Feuerwache? Sie scheinen das Spiel mit dem Feuer ja wirklich zu lieben, ne? Ja, ich bin ja auch Feuerwehrmann. Ich kann jedes Feuer löschen. Wirklich jedes, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wirklich? Ja. Ich habe einen sehr langen Schlauch zum Löschen. Wir haben ja schon einige Fotos von Ihnen gesehen, Herr Heffner, aber ich kann verstehen, dass Frau Schöne Sie ablehnt. Ablehnt? Im Gegenteil. Wir haben den Nachrichtenverlauf gesehen. Frau Schöne geht in keinster Weise auf Ihre Anzüglichkeiten ein. Haben Sie irgendwas mit dem Verschwinden von Leonie zu tun? Was? Leonie ist weg? Ja. Wo waren Sie heute zwischen 13 und 15 Uhr? Ey, zwei Sachen. Erstens, ich war die ganze Zeit hier in der Feuerwache. Da können Sie meine Kumpels fragen. Ich war während der Mittagspause kurz weg, aber das hat nichts mit der Sache zu tun. Das werden wir überprüfen. Und zweitens, das angebliche Motiv hat ein paar Lücken. Karin steht noch auf mich. Sonst hätte ich doch schon längst aufgegeben. Da sagt der Nachrichtenverlauf aber was ganz anderes. Ach ja? Ich habe auch ein, zwei Sachen auf dem Handy, die Sie interessieren können. Pass auf, dann wollen wir mal. Ja, geil. Sehr geil. Meinst du, sieht das gut aus? Natürlich. Ja? Also ein, zwei Monate im Feuerwehrkalender kann ich mir das schon vorstellen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, zeig mir, Baby. Geil. Ja, sehr geil. Ja. Nein, das passt schon. Mach weiter so. Komm. Zeig was, Babe. Sehr geil. Ich weiß nicht. Trau dich, komm. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Richtig geil. Danke, das reicht. Wahrscheinlich will sie nicht, dass ihr tolles Männchen von der Sache erfährt. Die ist doch eh nur wegen der Kohle mit diesem Schlappschwanz verheiratet. Okay, das reicht mir jetzt auch mit Ihren Privatangelegenheiten. Die können Sie unter sich klären. Sie haben für 13 Uhr kein Alibi. Mann, ich hab die Kleine nicht, ich schwör's. Wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um und wir wollen noch Ihren Spind sehen. Ey, muss das sein? Ich meine, meine Kollegen und Kumpels, das, wie schaut denn das aus? Ein 9-jähriges Mädchen wird seit 3 Stunden vermisst. Es ist mir scheißegal, was Ihre Kumpels denken, klar? Also entweder Sie machen jetzt mit oder wir kommen mit einem Durchsuchungsbeschluss wieder. Also gut. Hier lang. Leonie! Entschuldigung, haben Sie heute ein kleines Mädchen gesehen? Lächerlich. Leonie! 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 Sie ist hier nicht. Soll der Quatsch. Leonie! Leonie! Keine Leonie da. Entschuldigung, haben Sie ein kleines Mädchen hier gesehen? Wo geht's jetzt denn umkleiden? Der Faschingsumzug da lang. Mein Gott. Welches ist Ihr Spind? Die Nummer 6. Aufmachen bitte. Da soll eine 9-Jährige reinpassen, oder was? Überraschung. Sie haben Frau Schöne heimlich fotografiert. Und Leonie auch. Mann, ich bin in Karin verknallt. Ich schaue sie gerne an. Leonie ist ganz zufällig auf den Bildern. Aber Sie sehen doch, ich kann sie hier nicht verstecken. Wir haben ja sowieso nichts gefunden. Die Mutter von Leonies Freundin hat sich gemeldet. Wir können Jessie befragen. Dann los. Vorne ist es, oder? Ja. Vielleicht kann sie uns irgendwas sagen. Hallo.
Hallo. Sie sind Frau Kringel? Ja, das und bin du bist ich. Jessie? Ja. Hey. Mein Name ist Fuchs und das ist meine Kollegin Stamm von der Kripo. Ich habe vorhin schon kurz mit einem Kollegen von Ihnen telefoniert. Es geht um Leonie. Genau. Ja, sie wird immer noch vermisst. Mittlerweile schon seit 3,5 Stunden. Jessie, die zwei Damen von der Polizei versuchen, Leonie zu finden. Hi, Jessie. Ich bin Charlie und das ist meine Kollegin Dani. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, klar. Sag mal, Jessie, wann hast du denn Leonie zuletzt gesehen? Nach der Schule. Und was hat sie da gemacht? Hat sie dir gesagt, wo sie hingegangen ist? Oder war sie vielleicht mit irgendwem zusammen? Sie ist mit einem Mann ins Auto gestiegen. Was? Hast du den Mann genauer gesehen? Sag mal, war es vielleicht sogar dieser Mann hier? Ich habe den Mann gar nicht gesehen. Die haben sich immer weiter weg getroffen. Immer? Okay, das heißt, Leonie hat sich öfter mit diesem Mann getroffen? Ja. Okay, Jessie, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Kannst du den Mann irgendwie beschreiben? Also Haarfarbe, Größe, was er angehabt hat, irgendwas? Ich weiß das alles nicht. Aber Leonie immer Schokolade und coole Spielzeuge geschenkt und einmal sogar ein Handy. Ein Handy? Okay, und hat sie dir die Nummer gegeben? Ich habe selber kein Handy, deswegen habe ich auch nicht die Nummer. Okay, das stimmt. Hat sie dir sonst irgendwas verraten? Vielleicht den Namen des Mannes oder so? Nein, Leonie meinte immer, dass es ihr Geheimnis ist. Und was ist mit dem Auto? Kannst du das beschreiben? Vielleicht die Farbe oder Größe, Marke, irgendwas? Das Auto war dunkel. Dunkelrot oder dunkelblau oder vielleicht war es auch schwarz. Okay, vielen Dank dir erstmal. Du hast das wirklich super gemacht. Jessie, danke. Du hast uns echt super geholfen. Ich hoffe, dass alles gut ausgeht. Ich hoffe, Sie finden Leonie. Ja, das hoffen wir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss, Jessie. Ciao. Tschüss.